Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Fuck. Jetzt gleich, warte, ich habe Magensäure in der Luftröhre. Auf der Ebene 2 mit dem 2 wie 2 Kämpfen mit Regenbögen. P, Fluffy, Unicorn, Schlanzing und Rainbows. Und Leute, mit uns reden wollen. Mit den Juden. Hey, ich habe dein Gesicht auf dieser Ebene noch gar nicht zuvor gesehen. Und Junji, euch zwei werde ich hassen. Das weiß ich jetzt schon. Ihr werdet so fucking episch, fucking stark und unglaublich übertrieben Doppelkämpfe sein, dass ihr Abfuck sein werdet. Hey, wir haben dich vorher noch nicht gesehen. Das muss ein Neuling sein. Ein Neuling. Wir sind die Zwillings-Tamer Jun und Junji. Ich bin Junji. Und das ist unser Territorium. Also, tu ja nicht so, als wärst du voll groß und machtvoll und stärker als wir. Stimmt's? Okay, und Junji sagt, exakt dasselbe, weil die sich abgesprochen haben. Okay, geht in Ordnung. Werde ich mir merken. Wie geil ist das Bild denn bitte? Das finde ich nice. Kann ruhig häufiger sowas da sein. Hi, Mister. Nicht schlecht, so weit zu kommen. Aber wusstest du noch nicht? Kinder sind immer besser bei Videospielen. Das ist nicht fair. Nur weil ich erwachsen bin, kann ich trotzdem gut spielen. Also wirklich. Du kannst nicht weiterkommen, bis du diesen Test bestanden hast. Okay, er hat Standard gesagt, ich wollte mal kurz überfliegen. Vielleicht hätte es ja was Neues dabei gewesen, hätte sein können. Ey, ich habe ihn auch schon mal gesehen. Da dies ja nur ein Spiel ist, da dies ein Teamspiel ist, ist es wichtig, einen kompatiblen Teampartner zu haben. Even more important to have a compatible partner. Hä? What? Oh, Digimon ist so tief. Warte. Da es ein Teamspiel ist, ist es wichtig, einen kompatiblen Teampartner zu haben. Aber es ist noch wichtiger, einen kompatiblen Partner zu haben. Wait, what? I don't know what you want to say. Keine Ahnung, was ich sagen will. Aber hey, Herzchen! Woo! Herzchen-Süßigkeiten! Grandios. Oh, hey! Du kriegst immer wieder hoch. Haben wir ja letzten Part schon gehört. Nochmal 3 Fleisch bekommen. Dankeschön, Mr. Officer. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ob ich jetzt mit 2 Digimon hier rumrennen kann, ob ich noch kriege, ob ich einen Partner zugestellt bekomme. Schauen wir mal. Hallo, das ist das Kolosseum 30. Etage. Das ist der 2 gegen 2 Kampf-Matches. Floor. Würdest du dich registrieren? 2 gegen 2 Kämpfe? In 2 gegen 2 Kämpfen. 2 Thema kämpfen als ein Team. Um Gruppen zu formen, 2 Tamer ohne Teammates werden automatisch zusammengetan. Mein Teammate wird immer scheiße sein. Kennt man aus Online-Spielen. Da ihr als ein Team kämpfen werdet, wäre es besser, wenn du deinen Teammates Kampfstyle kämpfen würdest, kennen würdest. Du kannst mehr darüber lernen, wenn du mit Battlemania im ersten Floor redest. Die grundsätzlichen Regeln bleiben immer dieselben und Items können benutzt werden. Würdest du registrieren? Ja, okay, ich dachte, ich könnte mit 2 Digimon selber kämpfen. Aber das kommt dann wohl erst bei Digimon World Next Order wirklich mit rein. Schade. Okay, machen wir erstmal wieder ein Tournament, um hier reinzukommen, würde ich sagen. Diese funktionieren momentan. Air vs. Air, Maschine vs. Maschine, Rare Items Competition. Wait, what? Der Winner seltene Items, Loot! Um das mal kurz zu übersetzen, was unten als Beschreibung stand. Okay, ich krieg einen Sukamon. Ich krieg ein verkacktes Sukamon als Partner. Henhornhamhan. Gesundheit. Nett, dich kennenzulernen. Lass uns anfangen. Du bist mein Gegner? Alles klar, auf geht's. Und wer ist mein Partner? Ich habe jetzt mit 2 Leuten geredet. Einer davon ist Teammate, der andere beide Gegner? I have no idea. Egal, wir fangen direkt mal mit der Landslide an, denn die geht ja auf beide. Oder Rosamund blockt halt, ohne dass ich was dazu gesagt habe. Wahrscheinlich, wenn ein Teampartner down geht, haben beide verloren. So würde ich es jetzt einfach mal vermuten. Und das Schöne ist,
Landslide ist einfach perfekt hierfür. Das habe ich vorhin schon so still und heimlich im Ganzen überlegt. Landslide ist halt doof, weil es halt lange dauert, viel MP kostet und halt nur auf einen geht. Also halt nicht nur auf einen geht, sondern auf beide. Damit halt eigentlich unnötig HP und MP und alles rausgeballert. Macht aber halt trotzdem leider am meisten Schaden. Und das ist gerade so ein bisschen wie komplett egal. Oh, guck mal, da kommt Scheiße. War das Sukamons erster Angriff? Der hat einfach so abgestaubt. Ich hab verloren. Du bist stark. Verdammt, du bist echt stark. Wir haben echt nicht erfahren, wer unser Teampartner ist. Das Wichtigste von allem? Okay. Oder es kommt ein Sunflower-Mann. Okay. Stimmt, aber wir haben kein einziges Ultra hier mit dabei. Wir sollten das Ding hier sowas von wegrocken. Du denkst, du kannst mich schlagen? So einfach werde ich nicht besiegt werden. Also, nett dich kennenzulernen. Ugly Fellow. Der Ugly Fellow ist natürlich wieder nett. Typisch. Und hört einmal, wenn ihr nett seid, seid ihr automatisch hässlich. So ist das im Leben halt. Grundlegende physikalische Gesetze. Genauso wie das Mädchen nicht kacken können. Sukamon hat zuerst angegriffen. Meine Fresse, ich bin beeindruckt. Und Rosamond ist das zu eklig. Sie steht bloß da und wartet, wie die Scheiße von überall runtergeflogen kommt. Ist auch eine Möglichkeit vorzugehen. Vielleicht nicht die beste. Alter, wie einfach in jedem Kampf beide meine Gegner auf Sukamon gehen. Halt, es ist eigentlich wirklich ein guter Plan, erstmal den Schwächsten rauszufokussen. Außer man hat Landslide. Und der eigene Angriff geht halt einfach auf alles und vernichtet halt auch alles. Ich muss Sukamon nicht mal heilen. Also ernsthaft. Also wenn Rosamond schnell genug angreifen würde. Wenn sie überhaupt was machen würde, auch die ganze Zeit von links nach rechts zu wechseln. Landslide geht sowieso auf beide. Lass es Steine regnen, verkackt nochmal. Nein, ich stehe jetzt hier und guck drumherum. Alles klar, aber wenigstens macht Sukamon einen Poop-Throw. Nice. Beschissener hätte es heute auch nicht laufen können. Alles klar, jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich gesehen, wie ein Sukamon sich selber, seine Ahnen, seine jungen Ahnen, weil die noch Baby-Pink waren, Schweinchenrosa, auf Gegner wirft und zu gewinnen. Warum nicht? Auch eine geile Taktik. Wenn man weiß, dass man selber scheiße ist, kann man auch die Gegner mit Scheiße bewerfen. Das ist ein Body-Slam. Easy peasy. Kein Weg, dass das passiert ist. Ich habe verloren. Schade. Hab halt verloren. Bin ich gewohnt. So als Ugly-Typ passiert das halt. Easy. Kann ich mit klarkommen. Nein, ich heule nicht. Alles ist super. Solange ich wild bin. Ach ja. So. Oh, da ist die Miyaki, die stand vorhin vor dem Bild. Ich werde dein Gegner sein. Alter, gibt's zwei davon. Bitte, ich kann es nicht annehmen zu verlieren. Ich kann es mir nicht leisten zu verlieren. Okay, alles klar. Rosamond gegen zwei Flugviecher, nenne ich sie jetzt mal. Solange ich nicht wieder tausendfach zwischen den beiden hin und her wechsle, sollte das ohne Probleme funktionieren. Womit habe ich eigentlich gerade auch nochmal Schaden gemacht? Ich habe doch nicht mal Rockslide eingesetzt. Welcher Angriff von mir macht noch Schaden auf beide? Rootsbind? Geht der auch auf beide? Scheinbar. Das ist ziemlich geil zu wissen. Aua, das tat weh. Die können auch ziemlich viele beides angreifende Angriffe. Ne, Rootsman gibt das auf einen. Dann hat das wahrscheinlich einen Seiteffekt. Wenn ein Gegner dann noch mit drin steht, wird der auch mit getroffen. Alles klar, wie Rosamond einfach eiskalt vor der Explosion steht und sich denkt, Jop, Feuer, Jop, Explosion, Jop, I don't give a fuck. Und Wirtramon ist tot. Oh, schade. Tut mir aber beinahe leid. Einfach so alles gegen ein Kind zu geben. Was ein Idiot. Verdammt, ich habe verloren. Oh, oh, soll ich jetzt Mitleid haben und euch den Sieg schenken? Nein, das ist mein Loot. Victorio. Schön. Hell Pistol, die ist auf jeden Fall für Belzemon. Aber sowas von safe. Ich kann ja nicht mal auf meine Items gucken, ne? Das hatten wir schon mal.
Schade. Aber gut, dann haben wir dieses Tournament gewonnen. Wunderschön, auf geht's zum nächsten, ersten grandiosen Kampf. Haben wir schon irgendjemanden? Two people want to sleep. Dann schlaft halt und ich mache euch im Schlafblatt. Kein Problem. Richie und niemand. Wir wollen aufhören. Endlich aufhören. Wir können uns einfach nicht helfen. Bitte, jemand muss uns stoppen. Das, ja, wenn die so nach Hilfe fragen, bin ich immer anwesend. Alles klar, zwei Ultras. Aber ich habe einen Mega an meiner Seite. Ne, ich habe einen Ultra an meiner Seite. Ja, passt schon. Oh, ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ich habe einfach zu viel Spaß gehabt. Ich kann nicht schlafen. Also wie häufig die sich selber loben, das ist krass. Jemand muss uns besiegen, sonst können wir einfach nicht schlafen. Bitte. Ich werde, wenn wir sie besiegt haben, sagen, sie wollen eine Revanche. Bin ich mir verkackt nochmal sicher. Okay, ich muss eigentlich bloß darauf aufpassen, dass mein Teammate nicht stirbt und dass beide von den Gegnern nicht mich fokussen. Alles klar, die machen auch schon mal ordentlich Schaden. Also er macht Schaden, auch auf beide. Wir sind schon so vorne. Die Erstschläge haben wir gelandet und alles vernichtet. Kompletter Tod. Ich finde es geil, wie manche Angriffe einfach wirklich auf beide gehen. Also, obwohl die eigentlich nur einen anvisieren, gerade dieses Elektro-Dingsbums-Shop-Vieh, greift beide an, wenn sie in der Nähe stehen. Das ist ziemlich geil. Muss ich jetzt mal so sagen, wie ich es finde. So, ich würde sagen, nochmal kurz Landslide. Ich meine, das ist mein stärkster Angriff und ich muss niemanden fokussen. Ich mache halt einfach tot. Das ist mein Floor. Ihr braucht mir keinen Partner geben. Ich mache das alleine. Obwohl, er darf ruhig auch nochmal einen Winning Knuckle machen. Winning Knuckle. Ah, ich bin so schwach. Wieso kann ich denn nur mit Hilfe von anderen gewinnen? Wine, wine, wine und so. Darf ich jetzt Etemon freischalten? Das wäre ziemlich geil. Und Mega Drama natürlich. Vielen Dank. Jetzt können wir endlich schlafen. Venusmon als Karte. Cool. So, jetzt Kommentar für den Sieg. Wunderschön. Da haben wir doch auch mal zwei Manager davon überzeugt, dass sie vielleicht irgendwann mal nach dem Schlaf anfangen sollten zu arbeiten. Oder während des Schlafes, immerhin sind sie wahrscheinlich Bürokraten. Die arbeiten ja im Schlaf. Also, wenn sie arbeiten, schlafen sie. Das passt schon. Twin Tamers, das sind die Jun und Junis. Alles klar. Ey, du. Ja, genau du. Komm schon, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Ist das in Ordnung? Ja, ich verprügle gerne Kinder. Natürlich. Wow, Meramon und Blue Meramon. Jetzt verstehe ich auch ihre Jacken. Oh, hallo, Neueinkömmling. Ich wette, du warst eine große Nummer auf den unteren Rängen. Aber ich denke ja nicht, dass du hier mit uns mithalten kannst. Wirklich? Jo, stimmt. Schön, wie dieser Junji dem Jun einfach bloß zustimmt, aber Jun das stärkere Digimon hat. Das schwächere Digimon. Also Junji könnte dieses Team voll easy übernehmen, macht's aber nicht. Was mir gerade mal auch so nebenbei auffällt, ist, dass Rosemond immer zu Beginn des Kampfes auf die andere Seite des Schlachtfeldes rennt, bevor sie irgendwas macht. Sieht ein bisschen useless aus, ist ein bisschen useless. Alter, wie geil mir Metall. Wie mal Shine Greymon. Rice Greymon? Das ist Rice Greymon. Jetzt kommt Shine Greymon, ne? Wie mir das Greymon einfach hilft. Immer wenn die mich gerade angreifen wollen, kommt so ein Laser aus dem Nichts. Ich will den auch haben. Unbedingt. Hoffentlich schalte ich den jetzt frei. Seht ihr? Da bin ich verwirrt. Und was macht er? Er schickt einen Laser. Oh. Defense-Up hat funktioniert. Okay, dann muss ich halt nichts machen. Seht ihr? Da fliegt er kurz vorm Gegner. Nicht, dass irgendwas los wäre. Zack. Niedergemäht unter einem Felsgrab begraben. Falsches Spiel, ne? Egal. Stark. Bitte, lass uns dich Mr. Hans nennen. Hans Senpai, bitteschön. Oder Sensei. Irgendwie sowas in der Art. Bitte. Double Flubby. Und Super Restore Flubby. Sowas gibt's auch. Geil. Bandages. Woo. Hans, wir werden dir auf immer und ewig folgen. Irgendwas so ähnliches stand da unten drin. Klasse, noch mehr kleine Kiddies, die mir hinterher rennen. Bevor wir mit dir reden, erstmal du hier noch, mein Freundchen. Ha. Ich würde gern einen Turnier gewinnen. Ist sie denn kein guter Thema in der Nähe, der mit mir zusammen kämpfen würde? Aber selbst wenn du jemanden finden würdest, das Team wird durch die Lotterie bestimmt.
Vielleicht sollte ich weiter unten in den Ebenen trainieren und dann wieder zurückkommen. Okay, geht in Ordnung. Wir registrieren uns für den nächsten Kampf. We started as a couple. Und dann haben wir uns getrennt. Die Nutte. Alles klar. Denkst du, du kannst das Lovey-Dovey besiegen, welches ich und meine Freundin haben? Ja. Nichts ist stärker als die Kraft der Liebe. Außer das Rohr, also die Kanonenschüsse einer MG, keine Ahnung, Feuer, Torpedo, Machine Gun, keine Ahnung, wie die Nummer von dem Teil waren. Denn die zerstört selbst Wände. Oh, mein Süßer, du bist so süß. Hashtag deutsche Übersetzung ist immer wieder die geilste. Ah, du bist auch so wundervoll. Ich dachte, sie hat mit mir geredet. Ich dachte gerade, sie würde mich anbaggern und er wäre schwul geworden. Grandioses Couple. Grandioses Paar. Also wirklich. Okay, aber gut zu wissen, dass auch hier Champions sind. Man muss also immer bloß die richtigen Kämpfe finden. Erdramon backt unten rum. Alles klar, backe, backe Kuchen. Der Muffin hat gerufen. Das ist echt geil zu wissen. Das heißt, man kann eigentlich mit jedem Digimon, wenn es zumindest gut trainiertes Champion ist, oder sagen wir mal schwaches Ultra, hier eigentlich überall durchkommen. Das ist schon mal sehr nice gemacht vom Spiel. Wir sollten auch mal ganz kurz Erdramon heilen, weil ich weiß halt noch, eigentlich müsste der Kampf weitergehen, ne? Combo-Bonus? Combo-Wombo? Stimmt! Es gab Team-Combo-Angriffe. Oh, wie hat man die denn gemacht? Shit! Ich weiß, dass ich mir das mal durchgelesen habe, um dann im Let's Play glänzen zu können, wie Rosamund die ganze Zeit dasteht und nichts macht. Boah, diese Bastarde sind so schwach. Ich muss mich echt mit denen abgeben. Ich hatte schon so geniale Kundschaft. Und jetzt die. Ernsthaft? Muss das sein? Nee, ich finde das echt geil. Es gibt Teamangriffe, Comboangriffe, ich habe das vergessen, wie die gehen. Und ich muss mich eigentlich gar nicht um meinen Teammate kümmern, weil wenn der stirbt, lebe ich immer noch und ich mache auch alle platt. Also easy peasy. Ich weiß bloß nicht, wie es läuft, wenn zwei auf einmal mich angreifen. Das könnte knapp werden. Wir haben verloren. Ach, Kopf hoch. Lass uns irgendwo einen süßen, leckeren Kuchen essen. Den Freund hätte ich auch ganz gerne. Ohne Friedensfrucht. Way. Neue Herausforderer. Ich finde diese New Challenger-Überraschung eigentlich echt unglaublich geil. Lily is back. Oh, ich habe dich endlich gefunden. Die Hände müssen eigentlich vor dem Bauch zusammenstrecken, sodass die Brust nach oben gehen. Das ist eigentlich eine normale Taktik, aber so ist auch nicht schlecht. So spannendes T-Shirt, auch eine Option. Also los geht's. Nun sei ein guter Junge und kämpfe gegen mein entwickeltes Catherine-Chan. Ich frage mich, wie viel dein Digimon aushalten kann, da ich wieder in der Evolutionsstufe höher bin als du. Mehr. Aber ihre Ladyheit? Aber Lady, seit wann ist ihr Digimon denn digitiert? Darf ich sie mit meiner Kraft unterstützen? Alles klar, Sebastel, geht in Ordnung. Mache ich euch halt beide platt. Hey? Eigentlich müsste ich jetzt einen Etemon haben, das würde übelst geil passen. Wie mein Teampartner immer am Boden rumbackt, während mein Rosamond einfach mit doppelter Geschwindigkeit reinläuft. Warum auch nicht, ne? Ist easy, macht Schaden. Aua, genauso wie der Angriff. Aber wir haben halt einfach schon wieder viel mehr gemacht als sie. Landslide ist so perfekt. Es ist so geil, dass ich den Angriff schon kann. Das ist halt der stärkste Erdmove, zumindest der stärkste, den ich kenne. Den ich habe. Und daher... Tot, 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 tot. Ist ja Doppelkampf, deswegen tot, 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 tot. Es kommt so, geschaffelt. Ich habe schon wieder verloren? Ich will, als nächstes kommt so ein Dark Monster Emon. Ich habe es vergessen, wie das heißt. Baru Monster Emon. Ah, wie frustrierend. Ich werde nie wieder mit zusammenspielen. Sebastian, wir verlassen ihn. Aber ihre Ladyheit, bitte warten Sie. Du hast nichts falsch gemacht. Sei nicht so besorgt darüber, bitte. Entschuldige mich. Ein Engelskreis? Wie ist das Ding, was Engel über dem Kopf haben? Das habe ich bekommen. Sehr schön. Ich werde auf dem 40. Floor auf mich warten. Entschuldige mich. Ich dachte, ihr werdet nie wieder gegen mich kämpfen. Die ist aber auch, ne, ziemlich wechselhaft. Warum auch nicht?
Alles klar. Ich werde schon rekogniert. Alles klar. Kok. Registrieren wir uns auch direkt für den nächsten grandiosen Kampf. We started as a couple. Genau, ist geklärt. Ich kann auch jetzt die Twin Tamers gar nicht nochmal machen. Okay, da war das Promotion Match ist da. Übrigens, ich werde die ganzen anderen Kämpfe im Nachhinein nochmal durchgehen. Ich will bis erstmal auf Floor 50 kommen. So. Um zu diesem Kampf zu kommen, musst du kämpfen. Alles klar, geht in Ordnung. Bitte kein Scheißpartner, bitte kein Scheißpartner. Das ist A, ein geniales Gegnerteam. B, ein cooler Partner. Wir werden direkt mit dem Test starten. Da du, da dies ein 2 gegen 2 Kampf ist, werde ich, I'm gonna be, werde ich dein auch dein Gegner sein. Ich habe nicht gesehen, ob sich vielleicht die Farbe der Krawatte geändert hat, aber egal. Gut zu wissen, dass es auch Black War Chromon hier gibt. Geht in Ordnung, mache ich halt 2 War Chromons auf einmal platt. Ist jetzt auch kein Ding für einen King. Also erstmal machen wir wieder keinen Angriff, weil Rosemon mal wieder im Kampf gegen War Chromons und War Greymons und gegen alles, was Krieg im Namen hat, nicht auf meine Attacken und Ansagen irgendwie reagiert. Und dann noch häufiger so dasteht und sich denkt, boah, sind die Wolken hier in diesem geschlossenen Raum nicht wunderschön? Ach nein, das ist ja die Duftwolke, die aus mir rauskam. Und mein Afro, och, sitzt der nicht geil? Und ich stehe einfach da und guck dich mal aufs Kampfgeschehen. What the fuck, Rosemon? Ich weiß, du bist vielleicht müde durch das ganze Kämpfen, aber du musst noch eine ganz schön lange Weile durchhalten. Das stimmt nicht, wir haben einen Großteil geschafft. Aber trotzdem, du hast schon viel zu viel Schaden. Könntest du vielleicht mal angreifen? Haben die Angriffe vielleicht irgendeine Abklingzeit und irgendeine Ermüdungszeit, die dann irgendwie hier mit reinkommt? Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich immer so Ewigkeiten dastehe. Wo ich stehe sowieso immer äußerst lange da, aber auch um Rosemon dasteht. Und schon wieder staubt mein Partner ab. Nicht nett. Gewonnen! Yay! Kongratulatione. Bitte erreiche nun die nächste Ebene. Und wir haben auch noch Tasty Device. Schön. Schön, schön, schön. Und da will noch jemand mit uns reden. Weil die Typen wollen mir jetzt folgen. Ne? Erstmal die neuesten Aufgaben. Geht einen Garten anlegen. Und schaufelt dort viel rum. Oh, Mr. Hans. Es ist schön, dich zu sehen. Es ist schön, dich zu sehen. Wir werden dir alles berichten, was hier komisches in diesem Platz passiert, Mr. Hans. Wir werden. Und ich habe Caretaker bekommen. Ich bin der neue Vater der jungen Generation. Ach, easy. So leicht steigt man hier auf. Wie nicht anders zu erwarten von einem Meisterkämpfer wie mir. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn so war, sagt doch bitte Bescheid. Wenn ihr Feedback lieben könnt, in die Kommentare. Und wir sehen uns dann auf dem 40. Floor wieder. Bis dahin, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.